Freitag. Ja. Es ist der Tag vor der Cap und wir sind hier beim Rode Rudi. Ja. Und was ist der Anlass, dass ihr zusammengekommen seid? Ja, wir haben eine Blindefest. Der Jürgung 36 macht eine Blinderundfahrt. 35, 36. Auf die Äppelwiese. Ja. Ungemischte Alte, dass es mir viel Äppel gibt. Ja, also ihr werdet die Äppel beibeten sozusagen. Ja. Sehr gut. Ja. Otto Leb ist mit seinen Freunden und seinem Jahrgang 1936 heute unterwegs zu den Biebsheimer Streuobstwiesen. Ein Trupp älterer Männer hat heute beschlossen, in den Wörth zu den Streuobstwiesen zu fahren. Natürlich ist für reichlich Proviant gesorgt. Das Wetter ist heute auch wie bestellt. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Sonne scheint, alle haben gute Laune. Die Männer haben in ihrem langen Leben bislang alle sehr viel gearbeitet, sind allerdings auch immer noch lustig drauf, das heißt, sie können auch mal die Arbeit Arbeit sein lassen und unternehmen einfach mal was zum Spaß. Das hat sie alle sehr jung gehalten. Ich bin dann wie ein Berserker mit meinem Fahrrad losgefahren bis zur Wörthfahrt an der NATO-Straße. Allerdings war das Ganze wohl ein Missverständnis. Die Herren sind nämlich vorher abgebogen und sind Richtung Welschen gefahren. Ich war natürlich jetzt im ersten Moment ganz verwundert, wo sind die Herren denn verblieben. Aber ich habe dann ganz hinten gesehen, dass am Welschen der Traktor mit der Rolle gefahren ist und wusste, ach, die kommen vom Sommerdamm her. Ja, und da vorne kommen sie schon. Ja, wir machen mal hinten. Also das ist jetzt hier, man sieht es direkt in Rudis Ruh und wir haben sogar den Original Rudi dabei. Rudi, wann hast du diesen Ort geschaffen? Ja, vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren. Hätten wir schon mit der Cent abgemäht. Ja. War das noch in der Zeit, wo du der legendäre Gastronom warst oder später? 1812. Ah ja. Also bist du sozusagen die Wiedergeburt von dem? Ja. Ah gut. Aber hier ruhe ich mich halt aus, Kurt. Jo, jo. Ja, da kommt seine Urne. Also die Bonke ist ein bisschen groß und flogen. Darf man hier Fleisch nochmal bringen? Ja.
Also das ist einer der schönsten Orte von Biebesheim. Ja, alles da, alles dabei. Das ist der Hinnelei. Spielmittel. Spielmittel. Ja. Die Kälte, weil dies ja die Apfelernte dann vermutlich schlechter aussieht. Die Draht ja so 60% weniger. Ja, durch die Kälte oder überhaupt ist das immer so? Ja, die müssen einmal Ruhe. Ja. Fuß hier haben sie ganz gut. Ja. Die sind alle hier drauf. Ja. Du hast viel Kohle, wurde gesagt. Ach, was schmeckt komm, das? Komm, ein Trinken, oder? Gut, ja. Muss man ausleeren noch? Das zeigt sich ja, gut, ja. Hätte ich ja, nicht mehr heißen noch. Dann können Sie singen, Prost, ihr Friede. Ja, das ist ja. Sonst reden wir rum und jemand gehört. Warte, warte, wo bist du da? Hört ihr Männer? Ja, langsam. So, also, wie geht das jetzt, Brüder? Jeder trinkt und seid alle froh. Prost, ihr Friede, trinkt und seid froh. Trinkt und seid alle froh, ist nicht alle Tage so. Prostet ihr Friede, trinkt und seid froh. Prost! Super! Prost! Ja, Prost! Das hat halt nicht so toll, das Jahr. Wir machen noch hier, wo die Blieder sind, da hinten. Seid ihr schon verbetet? Ja, da waren keine Blumen drauf. Da konnte nichts blühen. Da suchen wir uns einen schönen Platz raus, wo wir unter den Blumen hocken. Da waren die Fusche gewesen. Ich glaube, dass es jedes Jahr so ein bisschen Wechsel gibt, dass die Bäume immer mal aussetzen. Ja, ja. Die Bäume, die ruhen sich einmal aus. Das hat also jetzt nichts mit der Kälte zu tun. Mit der Kälte hat das gar nichts zu tun. Die haben Fusche vollgehungen mit Äpfel. Und der Baum, der tut sich einmal ausruhen. Der kann nicht immer die Blüte aussetzen. Ja. Der wird auch mal mit. Ja. Wie die Menschen. Der konnte nicht mehr schaffen. Der konnte, ja. Aber wir gucken noch hin, wo die Schafe sind, wo die Blüte sind. Gut. So, kriegen wir noch Blüte. Die Bank habe ich hat bei den Mädchen und die Latte hat ohne so ein Bett. Bettlatte war die Bank. Er hat mir da hergefahren, ja. Ey, ich hab den Club hergefahren und hab den Druck geschaut bis fünf Jahre. Ja, aber mit Liebe. Aber mit Liebe. Er geht in die Bühne und merkt sich da heute. Ich guck mal da, was da alles da hängt. Die war die Bühne kaputt. Mit diesem Stick wird es ein neuer Club. Und wie das entstanden ist doch. Das war kaputt, na ja, die wird ja seit der Stunde. Das war ein Block und ein Deal. Du kannst schon jeder drei Stück Jungen nehmen. Ja. Wir haben da einmal eine Strandgutbank, haben wir doch, was war denn das? Warte einmal.
Also, jo. Achtung, Männer. Gut, da ist unsere Heimat. Da sind wir zu Hause. Jo. Ja, Männer, singt noch einer. Im grünen Wald. Im grünen Wald. Dein Mond, die Rotzen singt. Rotzen singt. Und im Gebüsch das Mondrehlein springt. Rehlein springt. Ja. Ja. Ja, sag mal. Ja, sag mal, das alte Seibel, Fritz, Trinkspruch. Ja. Da machen wir diese Bescherwind mit eure Tage. Ob es im Jenseits auch was gibt, da ist eine Frage. Ruf! Jo, super! Das wollen wir da hoch. Ja. Macht doch nichts. Da macht er hin. Da macht er doch hin. Ja, ist doch viel zu warm. Ich glaube, ein bisschen weiter nicht mehr noch. Da ist auch Schatten. Ja, da. Der steht gut da. Da macht er doch her. Da holen wir den. Du kriegst ja einen Stich. Na, no, also gut, ich konnte den Punkt nicht mehr rüber, das konnte ich nicht machen. Ich konnte nicht mehr rüber, ich konnte nicht mehr rüber. Hauptsache, wird dir umgepasst. Jo, 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 Entschuldigung. Da alle Jungen. Ich hab den schon lange nicht gesehen. Ich hab den auch mal gesehen, dass er mal bei ihm das steht. Alle ganz genau. Man heute reiten für Deutschland. Ei. Reiten für Deutschland. Sieben Zone. Kann sein, dass wir da vorauf runter.
Weiter unten. Ja, nochmal dort. Ja. Hallo, wir gucken immer mal. Hallo, wir gucken mal. Gut. Die wollen was essen. Oh, wei. Ich hab's selber vergessen. Was will ich denn noch machen, Fred? Ja, soll ich zum Vollsten nicht mehr fahren? Ja. Bist du? Du hast kein Taschenmesser. So? Nie getragen. Gemini? Noch was essen. Das ist ein Wunder ist geschehen. Ja. So. Jetzt wollen wir mal zeigen. Oh. Wie lange wollen wir da bleiben? Ah ja. Weiter. Muss ich mal ein bisschen was. Das hat mir einer aufs Friedbett gesagt. Hä? Was ja, ja. Ah ja, muss ich mal. Hätt auch Hunger, oder? Ja! Wenn der Hunger hätte, du müsstest auch essen. Das will er sich auch noch mehr. Und dann tausend Eisen Trinkspruch, den hätte er noch nie gehört. Die Teller sind da. Also die Teller müsste eigentlich stehen, das soll nicht mehr da. Ja. So, jetzt geh ich her, da kann sich jeder ein Stück nehmen, ne? Gut, da müssen wir weiterleben. Was dann? Ja. Weiterleben. Ah ja, du kommst immer wieder rein, was will du dann? Das schön, ne? Ja. Das Leben. Wie du vor 100 Jahren schon mal da warst. Ja, ja. 1897 war das. Ach, du warst gerade 2 Jahre jünger wie mein Opa. Ja. Weg, Wurst, Labsche. Bier. Wie heißt das Labsche? Jetzt gibt es was zu essen. Ah ja. Der Langsam. Da. Sag mal, wie heißt das Labsche? Das ist ja auch alt geworden. Gut, wer ist auch ein Trinkspruch und ein halbes Fritz. Achtung! Sondern was jetzt? Sagen mir dieser Bisserwind, nittet eure Tage, ob es in jeder auch was gibt, das ist eine Frage. Prost! Prost! Na gut. Ja. Du hast doch ein Messer, Josef. Kriegt euch noch 2. Ja, das ist ein Zwilling. Ja. Das muss ich aufnehmen. Das soll ich. Das ist ein Eisch oder was? Jo. Das ist ein. Warte, ja, gibt's alle 2 her? Hat 1 Euro gewonnen? Ja. Ah, ja. 1 Euro? Ja, aber was Stundenlohn 30 Cent? Stunde. Oh, Otto, ich trinke Abendrolle. Männer, ich bediene mich. Ich soll gar nicht wert. Da haben wir noch nicht da oben stehen. Das geht nicht, dass man die Blume ansieht. Ja. Sonst regnet es wie Scheiße, ne? Ja. Das ist sonst schnell. Was seht ihr mal rum? Denken die, wir trinken destilliert Wasser. Ja. Die Wurst, die ist vom Rab, vom Rumpst. Die 4 als Kunde sagen, der Hund an der Rübe. Ja. Oder die Frau, wie will die Hase? Nun kann die mal einfach kurz behandeln. Kurz da unten. Ja, no. Die ist um mich beim Roy. Vom Hersteller? Ja. Also, ich werde im September, 6. Dezember 82. Und der Werner redet am 21. um was wir am 21. Geburtstag hat. Ja. Und der Werner redet am 4. Ja. Ja. Du am 4. Am 21. 21. Gut, von der anderen Seite sitzt du die Glauben, wenn er drauf wäre. Ich bin gut, wir haben ihn auch. Ja. 24. September. 21. Letzte Dekade Jungfrau sind wir. Du bist die mittlere Dekade Jungfrau. Ich werde auch zweihundert. Oh, die kriegen wir gar nicht mehr. Da unten kriegen wir das. Ja, und so. Die kriegen wir gar nicht mehr. Der ist schon halb zusammengeflogen. Da hat man ein Baumhaus. Die waren so, hat so gerappelt. Na, du, sagen sie. Achtung. Gut. Unser Bar. Habt ihr also alles eine Ration da hingestellt? Yeah.
Ofen, wenn wir raus sind. Bis zusammen, was für die Luft. Ja. Die Runde ist selber. Mhm. Schmeckt sehr gut. Feiert noch schön und weiter die Fahrt. Alles klar. Es lebe der Jahrgang 1936. Besten Dank. Jo, Allah dann. Tschüss. Ja, Allah dann. Danke auch. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Wenn ihr bleibt so, wie ihr seid, ich wünsche euch alle noch ein sehr langes Leben und viel Gesundheit. Und tschüss. Verliebt ich meine Jugend.